Hallo Dresden, hier ist Natascha aus Wien. Schön, dass so viele Leute heute auf die Straße gegangen sind, um gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter zu demonstrieren. Leider kann ich nicht bei euch sein heute, aber ich freue mich, dass ich es zumindest auf diesem Wege schaffe. Ich möchte ein bisschen von der Situation in Österreich erzählen, wo wir jetzt 1,5 Jahre lang eine rechtsextreme Partei in der Regierung hatten, die FPÖ, und eine konservative Partei, die sich zunehmend dieser rechtsextremen Partei angenähert hat. Nicht nur strategisch, um sich Koalitionsoptionen offen zu halten, sondern tatsächlich ideologisch und diskursiv vor allem. In diesen 1,5 Jahren haben wir in allen Ecken und Enden gesehen, dass diese Koalition aus eben der FPÖ und der ÖVP es sehr schnell angeht und überall kürzt, Rechte wegnimmt und Unterstützung gekürzt. Wir haben das vor allem gesehen im Bereich Migrationspolitik, im Bereich Flüchtlinge, wo vor allem diskursiv sehr viel vermengt wurde. Flüchtlinge ist gleich Gefahr, ist gleich Terror, wo sich ein Innenminister damit gebrüstet hat, dass er Ausreisezentren schafft, wo man Leute eben wieder zurückschiebt, also zurückschickt, abschiebt, und wo eben ein konservativer Bundeskanzler im diskursiven Gleichschritt von schrecklichen Bildern geredet hat, ohne die es nicht gehen wird, wenn man die Außengrenze eben schützen möchte. Und wo er sich ganz klar im Gleichschritt mit anderen rechtsextremen Parteien in Europa dafür ausgesprochen hat, die zivile Seenotrettung zu unterlassen und sie sogar mit Schleppern gleichgesetzt hat. Wir haben es aber auch gesehen, wie der Sozialstaat gekürzt wurde, wie feministischen Projekten von einem Tag auf den anderen Subventionen gestrichen worden sind und wie Künstlerinnen nicht mehr unterstützt worden sind und so weiter. Das heißt, was diese Parteien zusammen planen, ist nicht weniger als der Umbau der Gesellschaft, weg von einer liberalen bürgerlichen Demokratie hin zu einem autoritären Staat. Und dagegen ist es ganz wichtig, auf die Straße zu gehen, auch überall dort, wo es noch nicht so weit geschritten ist, wo aber die Anlagen durchaus da sind. Wenn man sich überlegt, wer sich alle für eine Koalition mit AfD in Deutschland ausspricht. Und da eben ist es ganz wichtig, auf allen Ebenen dagegen zu protestieren, sei es auf der Straße, so wie ihr das hier macht, sei es in den Parlamenten, wo man ganz klar das nicht normalisieren darf, was da an autoritärem Gedankengut daherkommt, oder eben auf diskursiver Ebene, das heißt in unserem Alltag, in den Medien, wo wir nicht zulassen dürfen, dass es normal ist, darüber zu reden, ob man Leute jetzt ertrinken lässt oder ob man sie rettet. Und in Österreich machen wir das. Es dringt vielleicht nicht immer durch, weil die schlechten Nachrichten natürlich überwiegen. Aber wir haben Proteste gesehen von gewerkschaftlicher Seite, von zivilgesellschaftlicher Seite, von kirchlicher Seite. Und deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Tage wie heute machen mich hoffnungsfroh, dass wir am Ende siegreich aus dem Ganzen hervorgehen. Tschüss!